wenigstens ein bisschen reingucken, ne? Mal ganz kurz reinlunzen können wir in den Mann. Ich meine, er sieht ja gut aus, ne? Nein, Entschuldigung. Ich hab's schon wieder verdrängt. Also, Ihr Onkel. Was ist sein Problem? Dass du echt laut bist. Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Hä, ist uns gar nicht aufgefallen? Wir wissen gar nicht, wovon sie spricht, oder? Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Cellar? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist das nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Ich frage mich, was wir mit ihm überhaupt machen. Ich meine, sie hat ja alles gemacht. Sie hat das Tentakelbaummonster besiegt. Sie hat ihren Onkel lobotomiert. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Gute Frage. Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Die Gartenarbeit ist erstmal Gartenflipper. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Nein, aber okay, je na nach dann. Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. Ich fände es tatsächlich super cool, wenn wir mit ihm wirklich nur Detektivarbeit machen. Ich fände das super cool, dass, also, das wäre so ein echt schöner neuer Ansatz mit komplett Psychoterror auf der einen Seite und komplett nur ermitteln auf der anderen Seite. Fände ich irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. So, Edward Carnby, let's go. Komm, schöner Mann, wir gehen. Also wir stehen ja jetzt nur rum, während sie da uns aufmacht, oder? Hallo? Hallo? Sieht verlassen aus. Kann nicht sein. Es muss jemand hier sein. Warten Sie hier. Ich sehe hinten nach. Hä? Ich dachte, wir lehnen uns jetzt zurück und machen ein bisschen Eierschaukeln. Also, Eier oder Eierstöcke ist ja egal. Manu. Wo stehst du denn? Manu, ich wollte... Ich habe mich jetzt so drauf gefreut, dass ich nichts mehr machen muss, weil ich ja schon mal gemacht habe. Na, was haben wir denn hier? Oh,
Ich habe die Befürchtung, wir spielen einfach 1:1 das gleiche Spiel. Naja, gut, mal gucken. Küchengartenschlüssel. Vielleicht hätten wir eine Woche dazwischen lassen sollen. Dann wäre es wieder wie ein neues Spiel. Oh nein. Ah, er trinkt aber aus dem Flachmann. Speedrun. Ja, let's go. Eine Stunde, dann haben wir das Spiel durch, ja? Hallo, Meets, Meets. Nee, da gehe ich nicht rein. Ups. Upsi. Was war denn? Ich habe nur fast angeschossen. Das war 2D, das kann gar nicht echt gewesen sein. Das ist ein ganz schön großer Baum mitten in einem Konservatorium. Konservatorium, das war der schöne Begriff dafür. Was? Ach, was? Wie, hör was? Ich höre ihn auch. Was ist das? Kann ich ihn einfach jetzt schon erschießen? Damit wir richtig Speedrun machen können? Ich brauche den Schlüssel. Ich bin ehrlich gesagt... Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo ich hin musste. Pistolenkugeln. Pi, gefällt das? Wo war denn mal eben... War nicht neben dem Fass, wo niemals eine Katze drin war. Ich müsste das aufbrechen, aber das muss ich ja noch gar nicht. Das ist ja erst für später. Und das hasse ich immer. Am Anfang guckt man alles an und ist voll so, fein so säuberlich. Und dann, sobald man zweites Mal macht, vergisst man alles. Und hat aber auch keine Lust mehr, so fein säuberlich durchzugehen. Oh, Schlaf mit Holzfrosch und eine geruhsame Nacht. Und gutes Aufstehen. Ah, da ist es. Präventiv voll vorlegen. Fände ich gut, ja. So, jetzt aber. Beim nächsten Mal schreibe ich mit. Ich muss erstmal gescheit looten hier, ja? Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Es war für alle ein schweres Jahr und viele haben alle Hoffnung. Das hatten wir schon. Ich glaube, die Zettel, die wir finden, sind 1:1 gleich. Okay, warte, das. Ist das? Ich genehmige mir einen. Mach das. Schön. Ist das die Haustür? Ne, da kamen wir gerade rein, ne? Ja. Zum Wohl, ne? Prost. Noch ein. Let's go. Okay. Schnell alles looten, weil wir brauchen alles. Gut. Also vor allem den Schnappes brauchen wir. Hallo, Matebo. Scheinbar brauchen den hier nämlich alle. Oh, warte. So. So. Okay, er hat nur 6 Schuss. Er hat einen Revolver. Ich erinnere mich gerade an jemanden, weil ich war gerade, also in meinem Kopf ist gerade abgegangen, boah, dass ich weiß, dass ein Revolver 6 Schuss hat, das ist ja auch, also komisch, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas jemals lerne, aber naja, ne, lernt man halt durch Spiele. Ich erinnere mich gerade an einen,
der in diesen Stream kam, das ist Jahre her. Ich glaube, Dominik müsste sich noch dran erinnern. Vielleicht. Der gesagt hat, er fände, es müsste sein, dass Waffenkunde zur Grundausbildung einer jeden Person gehört. Ich brauche den Schlüssel. Da dachte ich mir auch. Okay, wenn du meinst. Bitte den Kessel nicht. Ich finde auch Waffenkunde. Das sieht nicht sicher aus. Aber kriegen wir dann auch das Ammo? Oh Gott. Trump war im Chat. Nee. Der meinte das ernst. Glaube ich. Befürchte ich. Ich meine, warum sollte das Grundwissen sein? Also, naja. War das beim letzten Mal auch schon? Mit dem Rumpeln? Besser Waffelkunde, bin ich auch für. Bin ich auch ganz doll für. Pfleger. Zimmer Nummer 3. Oh. Okay, ich weiß nicht, ob es beim anderen auch so war. Aber wenn nicht, dann ist es ultra smart und cool, weil er weiß es ja nicht. Er war hier ja nie. Hey. Hey, was? Mal gut, hat es selbst unterbrochen. Beziehungsweise das Spiel hat ihn selbst unterbrochen. Ich war es nämlich diesmal nicht. Sonntag, 22. Haben wir auch. Schlaf gut, Korax, träum was Schönes. So, wir haben den Verandaschlüssel. Hat E gedrückt, um die Karte zu öffnen. Ja, ja. Ich weiß, danke. Ob das Spiel... Ich brauche den Schlüssel. Nicht weiß, dass ich schon gespielt habe. Habe ich es falsch gemacht? Hätte ich auch weitergehen müssen? Hm. So. Ja, mache ich gleich. Danke. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung, tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Haben die doch schon gesagt. Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt, warten Sie. Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang, die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent, danke, Madame. War das auch schon? Hab ich's verdrängt, wenn ja. Gehen Sie sofort weg. Naja, der Flur links, erste Tür links. Tanja hat auch Hardwood-Aura, auf jeden Fall. Na
schön. Da wären wir. Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden. Aha, sie ist aber an einer anderen Stelle. Wo ist sie? Ach, da. Das ist aus wie ein Stuhl. Warte, wir wollten... Doch, ist da, okay. Der Fluch der Hardwoods. 7 von 15. Ob wir mit ihm 8 mehr... Ach, ich weiß nicht. 1 mehr mit ihm? Ich glaube nicht, dass wir das vervollständigen. Aber von wegen 3 Stunden, also in unter 3 Stunden, das Spiel ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn man die Texte nicht liest. Wenn man die Cutscenes überspringt, dann müsste das eigentlich völlig machbar sein. Wenn man weiß, wo man hin muss, dann müsste das gehen. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder aus dem Ding, aus dem Spiel raus. Nee, das kennen wir auch schon. Bemalte Scheibe, danke. Jedes Mal, wenn ich meine Maus bewege, während ich in diesem Screen bin, dann geht da einfach, also geht die Maus einfach raus. Hier nicht, aber ist trotzdem nervig. Hallo? Ich habe ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taroea gehört? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Oh, okay. Klingt nach einem Hinweis. Ich will das... Danke. Ich wollte das Licht einfach nur ausmachen. Bemalte Scheibe. Gut. Dann haben wir jetzt die eine bemalte Scheibe. So. Okay, das ist also... Ist schon sehr viel gleich. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Sei doch nicht so. Vielleicht ist es sein Lieblingsrahmen. Oh, wow. Beeindruckend. Das will ich behalten. Ja, schönes Bild. Würde ich auch behalten. Ging dir auch so? Was ging dir auch so? Na schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray. Dass ich zu viel Zeug behalten habe. Kenn ich. Kommen Sie, gehen wir. Ja, ich komme. Aber vor dem letzten Umzug musste ich so viel wegschmeißen. Miss Hardwood. Jetzt ist er der durchdreht, aber... Emily? Der hat jetzt auch einen an der Klatsche, warum? Ich dachte, er ist der geistig komplett auf 100% ist. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber ich bin vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht bin ich vielleicht. Aber vielleicht wird's ja noch. Ah. Die wackeln zu viel. Da sind Headshots so schwer. Jesus, was zur Hölle war das? Maria!
Ah. Ups. Hä, wie kann das eine nicht getroffen haben? Also, Mescuda, aber was soll denn das? Hört auf zu wackeln. Ihr kleinen Wackeldackel. Ich glaube, das Problem ist, dass ich wieder so... dass ich nicht warte, bis der eng wird. Wisst ihr? Nee, das wird nicht besser. Hm. Ja, dann gibt's Azure. Azure mit Schmäscher. Was zur Hölle ist hier los? Weiß ich nicht, aber ich musste echt... sehr leise stellen, weil so laut war. Okay, komm. Wir nehmen das jetzt mit. Wo ist unser Kumpel? Ich dachte, wir haben einen Kumpel. Ich dachte, wir haben einen Kumpel. Kumpel? Kumpel? Wo ist denn unser Kumpel? Mir egal. Oh. Das ist wichtig. Lassen Sie sie nicht rein, Compère. Das sind nicht die Guten. Wie groß ist der Typ? Sind Sie? Achso, er war auf einer Treppe. Ist das Ihr Laden? Hier gehört niemandem was. Wir sind alle Fremde in Jeremys Geschichte. Jeremy war das? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben es nur nicht geglaubt. Ich bin Detective Edward Cornby. Ich wurde von Jeremys Nichte angeheuert. Oh ja? Wie viel bezahlt sie denn? $150. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Sind Sie ein Grübler, Compère? Nur wenn's nicht anders geht. Ich glaub, Jeremy versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman? Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sie wissen ja so einiges, Compère. Ja, die Mama Loa. Hier, der Schlüssel. Ich habe das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Wenn Sie da hingehen, finden Sie vielleicht Hinweise, die Ihnen helfen. Danke. Ich sehe mich um. Wartet, klebt er nicht. Ups. Also David Harbour ist 1,90. Also angeblich spielt Clay Bennett den, aber der ist nur 1,83. Okay. Okay. Hat er jetzt gerade... Oh, was macht er mit seinem Fuß? Dann haben sie geschummelt. Ja, die lügen. Dreist, oder? Wollen Sie mitkommen? Nee, ich bleib eine Weile hier. Kann ich irgendwas tun für... Tut mir leid, ich habe den Namen nicht mitbekommen. Baptiste, sagen Sie einfach meiner Schwester Lottie, dass es mir gut geht, wenn Sie sie sehen. Gut, ich zieh da mal los. Passen Sie auf sich auf. Tschüss. So, das haben wir wieder zugemacht. Das machen wir jetzt auch wieder zu. Dann gehen wir mal. Löschen. So. Ah, ho.
Oha. Oha. So. Und da ist nix drin. Da ist Johann nix schon drin. Habe ich ihm jetzt Damage gemacht? Oh. Oh. Der atmet immer so schwer. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Hier kamen zwei. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Hier sind zwei Gegner. Oh, guck mal, damals waren die noch nett mit Muni. Oh, ein Beil. Da kann ich nicht lang gehen. Es sind zwei Gegner. Ja. Und was eigentlich mit Batistuja? Wartet, wir müssen nachladen. Oh nein, Kacke, ist ja ein Revolver. Sass-Revolver. Also, diese komischen Spuckmonster fressen immer noch sehr viel. Oh. Oh. Okay. Was ist das? Nein, habe ich Muni? Habe ich? Nein? Oh, jetzt. Dann. Was kann man da sehen? Das ist ein Bild. Okay. Ah! Warum trinke ich ja eigentlich ein? Naja. Ey, jedes Mal. Ich merke mir einfach nicht, dass da ein Gegner ist. So. Ups. Upsi. Okay. Ich erkenne diesen Ort wieder. Das ist Miss Jacksons Seance-Salon. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen zu Jeremys Talisman. Es ist der Talisman. Genau wie der in dem Gemälde. Hm. I don't know. Warum ist das so gleich? Also. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt. Warum ist das alles so gleich? Ey, warte. 358. Ich schätze, er braucht Zahlen. Sowie Koordinaten. Vielleicht hat Jeremy dazu etwas notiert. Es zeigt etwas. Ein Ort? Wo ist das? Ha. Lukauch? Detective, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht...
mit dem hier gerechnet. Sie sind Dr. Gray, ja? Der bin ich. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective? Ich bin nicht erpicht darauf, dass Fremde hier herumschnüffeln. Ah, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Voodoo-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mache nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSetto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Tja, das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armagnac oder Cognac? Geben Sie mir den billigen. Ich bin kein großer Connoisseur. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Das verstehen Sie sicher. Natürlich. Schon. Aber er ist verrückt. Und verschwunden. Warum? Hier. Trinken Sie. Oh, ist gut. Das ist ein Sidecar. Der Trick ist, keine Angst vor der Säure der Zitrone zu haben. Und um Himmels Willen nicht mit dem Likör übertreiben. Okay. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Aha, ja. Mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor, Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen oder die einfach gar nicht sein sollten. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf einen Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Sie wären sicher dankbar für Ihre Hilfe. Ja, ich habe vorhin mit Baptiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann, aber wir sehen uns sicher wieder. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg. Danke. Lieber sich den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. Kapitel 2. Detective Carnby, wie haben Sie... Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht warum. Nein, ich meine etwas Unerklärliches, Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie's. Ich krieg's raus. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich, es war Spanisch. Tarroea. Ja, da muss ich hin. Detective? Sind Sie in Ordnung? Ja, sicher. Gehen Sie zu Gray, wir reden später. Er macht dir sogar die Tür auf, damit sie endlich abhaut. Ja, Bömer, aber da verstehe ich es halt, weil das halt ein sehr langes Spiel ist. Aber Alone in the Dark ist halt schon nicht so lang. Und dieser so, Talisman hat mich ja nur aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Tarroea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Ja, dieser Rollentor, es ist so billig, es ist so leid. Es ist echt enttäuschend. Aber jetzt also was viel Wichtigeres, ja?
Zur Zubereitung des Sidecars werden Weinbrand, das kann ich nicht aussprechen, Contreau und Zitronensaft in gleichen Mengen oder je nach Rezept auch in deutlich anderem Mischungsverhältnis mit Eis geschüttelt. Vom French School Sidecar spricht man, wenn es sich bei dem Weinbrand um Cognac handelt. Eine englische Schule erwähnt das Savoy Cocktail Book von 1930. Hier wird die doppelte Menge Cognac verwendet. In weiteren Versionen nimmt man Armagnac oder anstelle des Contreau einen anderen Triple Sec Curaçao. Spätestens seit den 1930ern ist auch das Servieren von Sidecars in Gläsern mit Zuckerrand, Sidecar Up, belegt. Das Glas kann mit einem Stück Zitrone oder Zitronenschale garniert werden. Nicht die beiden Wege sind. Ja, also dass er halt nicht sie ist, sondern dass er was anderes macht. Ach, keine Ahnung. Ich habe mich so drauf gefreut zu sehen, wie sie dann da rauskommt und man so, hä, was, wo kamst du denn jetzt her? Dass man auf der Seite ist und nicht die gleiche Seite macht. Nur halt nicht als Emily, sondern als Edward. Nun ja. Nun ja. Ah. Guckst du da gerade ins Loch von der Person? Es ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis. Und du betimmst Jeremy dann mit dem Revolver? Naja, den Dolch finden wir bestimmt auch noch. Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch geschrieben hat. 21, 6. Es bewegt sich. Naja, egal. 21, 6. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talisman im Seance-Raum befunden hat. Aber ich brauche den Schlüssel. Jo. Hallo. Oh, tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören oder sowas. Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen, etwa so groß? Ich fürchte, nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein, 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 nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Sagen Sie es, wenn Sie sie finden. Ich bin in der Nähe. Ah, ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. War das auch schon mit ihr so? Wenn ja, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hier ist der Gang. Okay, hier ist einfach ein Zaun. Hier ist Jeremy. Genau. Kleine Unterschiede. Aber ich glaube, wir hatten da nicht ihn. Trotzdem, ich weiß nicht, ich finde den Rollentausch echt komisch. Also eine sehr seltsame Entscheidung. Also, wenn er auch Ballaballa geworden wäre, gar kein Problem, aber dass sie es dadurch dann nicht ist, finde ich komisch. So. Ich hätte mir gewünscht, dass es einfach, also wirklich so zwei Seiten sind und man spielt die eine und man spielt die andere, damit man einfach das Gegenstück von der anderen Seite verstanden hätte und dass man dann so ein gesamtkomplettes Ding hat und nicht hier und da. Keine Ahnung. Ich hoffe, die Enttäuschung legt sich dann, dass wir beim nächsten Mal entspannter weitermachen können. Mein Mutter ist, ich kann halt nicht, ich bin halt jetzt enttäuscht. Ich bin jetzt so ein bisschen so, Ich brauche den Schlüssel. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Okay. Hier waren wir. Gehen wir da rüber. Ich brauche den Schlüssel. Ach so, stimmt, da habe ich schon versucht. Wartet mal. Wo könnten wir denn mal hingehen? Wahrscheinlich am besten runter.
Habe ich das Zwischengeschoss komplett ignoriert? Wirklich? Nee, der zweite Weg ist zugestellt. Genau, das ist das. Ich brauche den Mann, Schlüssel. Mann, jedes Mal... Nein, ich will nicht den Chat drucken. Hm? Chat, soll ich euch drucken? Hä? Mann! Schlimm hier, echt. Ah. Ach, wir sind jetzt dabei, okay. Ach, stimmt, jetzt war das schon. Ich dachte, wir sind noch nicht so weit, aber gut. Ruth. Verlorene Plantagen von Louisiana. Ah. Okay, bei uns ist sie jetzt nicht da. Okay, interessant. Okay. Was gibt hier denn so Schönes, hm? Keine Scam. Ist fest verkeilt. Ist schon, also, ey, selbst das Kokspäckchen liegt da unten. Ah! Das habe ich verdrängt. Was ist hier los? Na, was haben wir denn hier? Das wird immer voller, der Raum. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht mitgekriegt. Wird immer voller oder? Nee, doch nicht. Alles gut. Ist nur ein bisschen laut. Und zack. Und uff da bitte. Hallo? Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal. Oder? Ja, ja, ist alles gut. Mach dir keine Sorgen. So, jetzt kommen wir an den Chat ran. Hallihallo. An den Chat und nicht an den Chat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber davor machen wir natürlich das da. Und so. Wenigstens kenne ich das Haus. Und muss es nicht nochmal lernen. Ach, hab es. Okay. Okay. Na dann. Dann machen wir das da dran. Dann muss ich das Wasser anmachen. Das ist natürlich bei der süßen Maunzekatze. Da, guckt, ich habe da gar nichts gemacht. Seht ihr, ich habe gar nichts gemacht. Das ist eine andere. Nein, nein, da wohnt nur eine Katze. Es gibt nicht so viele irre Katzen auf der Welt. Das war eine Lüge, ich weiß. Okay. Jetzt brauchen wir eine Scherbe. Scheibe, meine ich. Dann nehmen wir natürlich den Shortcut. Den Shortcut. Vielleicht sollten wir trotzdem beim nächsten Mal Chiller's Art dazwischen spielen. Oh, am Freitag. Also ab Freitag gibt es übrigens eine Demo für Stellar Blade. Da würde ich dann am Samstag mal reingucken. Ja. Ja. So. McCarthy erinnerte Detective Carnby an einen alten Säufer, den er früher gekannt hatte. Er verabscheute ihn.
Da gab es keinen Weg drumherum. Ja, weil der Detective ja viel weniger trinkt. McCarthy würde sich anstrengen müssen, um bei ihm einen guten Eindruck zu hinterlassen. Probier den Schlüssel aus, den du von Batistas. Ach so. Ach so, warte mal. Ich brauche den Schlüssel. Ah, okay. Ich probier dann halt nicht mehr aus, gut. Du Typsich? Du Typsich? Hast du auch getrunken, Dominik? Bist du auch so ein Säufer? Warte. Warte. Genau da. Ich glaube, hier war nämlich was drin. Ich habe hier einen Zettel. Ja, kennen wir schon, danke. Zimmerschlüssel Nummer 6. Dr. Elmoli. Das hatten wir auch schon. Einfach Spielzeit um die Hälfte reduziert, weil einfach, also die ganzen Texte. Schaut aus, als wären alle Patienten hier verzeichnet. Nur Jeremy nicht. Nicht vorgelesen werden, easy. Paul, du hattest. Okay. So, warte. Zimmer Nummer 6. Ach nee, okay. Wir wissen jetzt auch, wer wo wohnt. Okay. Zimmer Perosis Zimmer. Okay. Dann let's go. Ich hätte aber auch wirklich also mal wieder Bock auf so ein Resident Evil 2-artiges Spiel. Ich fand es eigentlich nicht so gut wie also 1 oder 0. Aber also jetzt, nachdem ich das hier habe, mit diesem ganzen Gänge absuchen, auf die Karte die ganze Zeit gucken, Schlüssel hierfür haben, irgendwie habe ich Bock drauf. Aber Revelations ist doch nicht wie 2, dachte ich. Wie exzentrisch. Selber. Was sind das für Symbole? Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Oder, Ich habe es getan. So, da löschen. Soda Lotion. Hey. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Warte, einfach nur die weißen sind es doch, oder? Also die hier. William Argus, Franklin Moore. Jo. Also Argus, Mosig, Keith. Ah. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. 294. Habe ich denn... Verdammt, ich habe noch nicht das Blatt, was ich brauche. Ah, hier. 294. Muss ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Fische, Grund, warum sie Taurus. Sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. 3, 4, 5, aber nicht 6. mehr lange. War das davor? Au. Ach, hier ist ja eine 10. Okay, alles gut. Es ist sogar der gleiche Code. Es ist sogar einfach der gleiche Code. Hab es. Es ist halt wirklich sogar, also es ist nicht mal irgendwie, dass da andere Namen draufstehen oder dass die anderen Bilder. Ich meine, wir haben hier doch 6 Bilder. Dann nehmt doch die anderen 3. Was? Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Was zur Hölle ist hier los? Ja. Nicht nur Tani. Nee, das ist falsch. Nee. X. Achso. Nee, das da hätte ich gern. Ist es da zu Ende, ist die Frage? Naja, mal gucken. Das ist nicht das. Das ist wahrscheinlich das hier unten. Und das...
ist wahrscheinlich das da. Und das ist dann das. Dazu hatte ich etwas im Kollektanebenbuch gelesen. Lass mich in Ruhe. Wie soll ich was dazu lesen? Ist doch, also, ist ein Puzzle. Ich denke, die Uhr ist kaputt gegangen. Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Wenigstens sind wir dann schnell durch. Also 6, 4, 3. Ich habe nur mal der einmal was gelesen. Das Glas ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Es ist der Korridor vor Jeremys Zimmer. Ja, der spoilert sogar. Ist der der Easy Mode? Ich habe es geschafft. Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet. Oh. Und deswegen werde ich niemals ein Speedrunner werden. Mir ist langweilig, wenn ich das gleiche Spiel nochmal spiele. Ida war gerade sein Gesicht. Aber von innen gesehen. Ich weiß auch nicht. Mai 19. Huh. Oh. Ich brauche den Schlüssel. Jo.